Wie sieht's denn aus? Ja, ist jetzt ein SUV noch hochgefahren, genau an quasi die Zufahrt. Das war der schwarze Taxi. Genau, das können wir nicht einsehen, weil wir uns ein bisschen bedeckt hatten. Komm. Ja, check, dann gucken wir mal, dass wir jetzt so viele Einheiten wie möglich kriegen, dass wir das Ding einmal rundum und abriegeln. Ja, check. Wir haben auch bald Tagesanbruch, das heißt, ich werde auch einen Scharfschützen gleich drüben auf den Punkt Alpha rüberbringen. Bleib zu dem Short. Haben wir schon Scharfschützen? Den übernehme ich gleich. Okay. Muss ich die 31 aufnehmen? Die zerschlägt mir immer meine. Machst du die 1-Stellung, Squad? Ja, negativ, die fährt mit mir dann. Wer? Machst du die oder soll ich? Das ist mir, wenn du Lust hast, mach. Nur 6 hat verstanden, Ende. Ja, gleich Geld für dich. Wenn du willst, mach. Ansonsten mach du für uns und ich übernehme die allgemeine Einsatzleitung. Also, ich könnte dir einen Berg geben, wo du dich als Scharfschütze positionieren kannst. Da hast du Sicht auf alles. FBI, noch? Will die Informations-Sport-Einsatzleitung übernimmt der Kater, ich übernehme die Koordination der normalen Einheiten. Ja, so check it. Hast du den Punkt gesehen? Sport-Sniper. Ich bin schon so leise. Das ist so ein Berg, den sieht man immer. Wäre eine Möglichkeit. So, das Weihnachten. Ich würde sagen, dass hier unser Touchdown ist. Und wir dann. Ich hoffe, diesmal haben wir einen Schlüssel für den. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen was markiert. Ihr sagt Bescheid, wie viele Einheiten ihr braucht und wann und wie wo was? 3 bis 4 brauche ich mindestens. Ja, okay. Wir haben schon alles soweit vormarkiert. Okay, dann bestellt sich das Ganze immer mit Streifen, oder? Ja, guck, was du mir abgeben kannst. So viel wie ich brauche, weil das sind halt Kollegen. Ich kann dir ziemlich viel sogar abgeben. Was? Ich kann sogar ziemlich viel abgeben gerade. Ja, dann sollen die sich alle. Da gibt's einen Sammelpunkt Rest, dort alle einfinden. Ja. Wie viele kannst du mir geben? Du weiter? Ja, wie viele Streifen denn? Sag mir eine Zahl. 1, 2, 3 und 4. 4 Streifen, passt wunderbar. Dann können wir alle dahin. Das Gelände komplett abriegeln. Yep. Ihr fliegt direkt zum Touchdown, oder? Würde ich sagen. Oder? Ich koordiniere euch die Einheiten dahin. Frage im Not. Welche Einheit übernimmt die Einsatzleitung? Einsatzleitung allgemein übernimmt die 11 und der Rest bleibt bei uns. Das ist geklingelt. 33 von Latsche. Ja, Moment, bin direkt wieder da. Paar Sekunden. Befahren Sie bitte den Sammel. Es sind noch 2 Sheriff-Einheiten da, davon 3 Detectives. Bewegung in der großen Lagerhalle, direkt am südlichen Ende. Also wie gesagt, Jungs, 2 links, dann ich gehe von mir aus irgendwann. Kater, lass mich oben lassen. Was? Geh du mit hin. Soll ich einmal drüber fliegen und gucken, wo was ist? Warum du? Wir sind hier schon einmal rumgefahren, wir scouten gerade. Jetzt alles leer, bis auf die Bewegung am westlichen Ende in der Lagerhalle. Auf geht's. Können doch nicht einfach weg sein. Die sind in der Lagerhalle, die Bewegung in der Lagerhalle sind hundertprozentig die. Da verwende ich meinen hübschen Hintern drauf. Welche denn der Bahn? Die große am westlichen. Okay, jetzt wieder abgehoben. Ja, läuft. Ich werde markieren. Ist markiert. An die Sheriff und TBD-Einheiten einmal bitte auf den entsprechenden Sperren einmal schon mal sich verteilen. Ich sehe einen Kollegen, der drin gefangen ist. Rechte Seite, 2 weitere Tangos links von ihm. Okay, das ist eine perfekte Position, die Lagerhalle. Karte habe ich von deiner Position aus dann auch Sicht auf die Lagerhalle? Normal solltest du. Ich war da noch nicht drauf, aber normal solltest du sich dann. Wenn nicht, dann dreh um und entscheid selber deine Position. Ich glaube, jemand kam auf die FBI-Einsatzkleidung, oder? Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Oschi. Warte. Hier. Auf geht's. Bleib unten. Morgen bist du schon auf Position? Fast. Ihr seid jetzt auf uns bezogen?
der Wahl natürlich. Wahrscheinlich. Siehst du was? Ja, ich brauche noch eine Einheit rechts bei den Baggern da in den Steinen, dann können wir mit den Autos raus, genau. Sind in Bewegung. Geisel an Bord des Lexus. Ja, festhalten, nichts, die wieder wegkommen lassen. Ja, wir können jetzt nicht davor rücken, das funktioniert nicht. Wir sind Weiß runter, Lexus und Taxi. Boah, super. Zum Glück ist der Reihen genommen. War die Geisel im Lexus? Sind wir Sperre 1, drehen jetzt beide um und fahren schon bei uns Sperre 1 in entgegengesetzte Richtung wieder weg. Lexus fährt in Richtung Wald, ich markiere. Taxi kommt wieder zurück ins Gelände. Frage, soll ich Lexus disablen und Leute töten? Frag die Einsatzleiter. Aufpassen, vielleicht ist der Polizist noch drin, der Kollege. Bei mir aus, Moment, bis der Eli startet, ich bin gerade den Stein runtergefallen. Taxi und Lexus wieder am Gebiet, der kommt, bravo. Die Fahrzeuge kommen jetzt zur Sperre 2 runter. Alle Einheiten so schnell wie möglich erstmal dorthin. Wie sieht's denn aus? Sollen wir bei Möglichkeit ein Zugriff machen? Sperre 1 ist ein grüner Golf, der auf unsere Position zufährt, sowie ein schwarzer SUV. Gage im Short, sollen wir bei Möglichkeit Zugriff machen? Klärt das mit dem FB zusammen ab, ich bin gerade außer Gefecht. Wir sind genau neben dem Lexus und dem SUV. Fuck, der sieht uns. Die haben uns gesehen, wir sind weg. Und so, egal, an Sperre 2 aufhalten? Ach Mann, ey. Ich kann die Fahrzeuge disablen. Ja, das kann. Jetzt sind sie wieder weg. Wir sind hinter dem. Wir ziehen uns zurück. Einsatzleitung? Ja. Grüner Golf unter Position mit 4 Insassen. Haben diese wieder weggeschickt. Könnten eventuell Tango zur Verstärkung von den Geiselnehmern sein. Ja, das ist verstanden. Fahren jetzt runter, Sperre 2, Richtung Norden. Ja, wir haben Sicht drauf. Taxi ist direkt an mir vorbeigefahren. Taxi und Lexus gerade, wie gesagt. Die fahren wieder zu euch hoch. Fahren andere Richtung. Fahren die wieder hoch? Die fahren wieder die Straße hoch Richtung Bank. Richtung Sammelpunkt Rest. Da ist auch ein schwarzer. Ich kann nicht verfahren, ich kann die Geister. Alles klar, vier Fahrzeuge. Schwarzer Ford Explorer, Taxi SUV, der Limettengolf und der Lexus. Und im Lexus war die Geisel, so richtig? Positiv. Der grüne Golf fährt vorweg. Wir können uns bedeckt halten und ganz vorsichtig verfolgen, sodass sie uns nicht bemerken können und später Position durchgeben. Der Explorer ist Richtung Westen abgedreht. Gage, kannst du mich am Gelände der Kampf Bravo abholen? Ja, ich bin da drüber gerade. Ja, ich glaube, da nichts damit zu tun. Die anderen kommen halt Richtung Süden jetzt. Südwesten. Ich bin bei der Antenne. Wir verfolgen, wir halten uns vorsichtig dran und geben dann später Position von den Geiseln. Wir lösen Sperrung Kollegen. Was? Markieren. Bitte markieren. Wir rücken vor, Verstärkung jetzt, go. Wo? Sperre, markiert. Ich hab's markiert. Ja, nehmen Sie die Waffen runter. Es ist wir sind ganz um Stärke von den Waffen runternehmen. Die Position ist nicht ganz hier schießen. Denk mal nach, die sind um Stärke von den Waffen runternehmen. Die Position. Markiert. Ja, gut. Wir werden die Waffen jetzt langsam wegstecken. Wollen wir da Angriff machen und flashen? Ja. Wissen wir. Ich habe alles gut, ich habe die Waffen jetzt weggesteckt. Sie können uns auch ruhig die Waffen schnell wegstecken. Sie sind nicht in Gefahr. Wollen wir da schnell einen Angriff machen oder flashen einfach nur? Zwei Tagos im Visier. 20 Sekunden. Das brauchen wir. Position. Schon wieder zu lang. Johnson, du gehst verkehrt, komm zurück! Der Heli soll abdrehen. Ja, das war mal zu lang gebraucht, aber gut. Wo ist denn die Geisel?
Im Lexus. Link, wir Beifahrer sind. Reparieren im Lexus. Ich kann von hier aus drei Personen ausschalten. Wir können die ausschalten. Ja, komm. Ja, sollen wir? Die Einsatzleitung muss bestätigt werden, ja? Ja, ist bestätigt. Grunter Gage. Okay, was könnt ihr? Jetzt. Okay, los. Ja, die Geisel wurde auch getötet, nice. Tango ist ausgeschaltet. Ich glaube, ihr habt auch die Geisel erwischt. Ja. SUV fährt wieder, Geisel ist auch tot. SUV hinterher. Die Geisel ist im SUV. Geisel ist tot. Nein, Geisel ist tot. Boah, SUV Kalmar ist jetzt auch. Wenn ich Sicht hab, wird hier geblättet. Ein bisschen weiter nach links drehen. Schüsse? Ja, Schüsse bei Ihnen aber. Alles okay hier. Schüsse aus östlicher Richtung unserer Position. Das war mit Gendi, alles gut. Jetzt. Okay. Runter. Das Taxi ist kaputt unter unserer Person. Wenn Position ihr flashen könnt, dann schmeißt Flashes. Jürg, Standort? Vor dir. Die sind in den Tunnel rein, oder? Wo ist das Taxi? Bitte markieren, welche Richtung. Links von uns ist einer. Links rennt einer in den Wald. Geh runter. Steig das bei Ihnen wieder ein. Lade. Hashimoto, wo brauchst du Verstärkung? An der Brücke bei Wagalalala. Das Taxi ist kaputt, die fliehen zu Fuß. Was soll ich hier mit den Überresten machen und den Fahrzeugen einkassieren und so weit aufräumen? Habt ihr den? Im Wald. Den im Wald auch? Ja, den meine ich. Wald ist auch tot. Eventuell noch jemand unter der Brücke, Achtung. Leitstelle wird von der 65 übernommen. Leitstelle Ende. Also den im Wald habt ihr, da der unter dem Sword-Hilfe. Wie viele Tangos waren das hier jetzt, die ausgeschaltet wurden? Okay. Ich schätze mal drei. Na, auf jeden Fall die Kopfklamotten bei sind. Also sind alle Tangos down oder fehlt noch einer? Also wir haben glaube ich vier oder fünf eben bei dem Lexus. Ja, also ich muss Ohrenstöpsel rausnehmen, warte mal. Kurze Information, der Lexus und der Golf sind nicht abgeschlossen. Sollen wir die in unsere Department stellen? Ja, bestätigt. Ja, dann bräuchte ich hier bitte nochmal zwei Kollegen, die das Fahrzeug mitnehmen. Wir nehmen alle Fahrzeuge mit, auch wenn die nicht offen sind. Scheibe einschlagen, Abfahrt, FBI-Arbeit, wir werden die komplett auseinandernehmen. Die lasse ich mir im Mund. Ja, check, ich brauche trotzdem zwei Kollegen, ich bin hier gerade alleine. Die 13 übernimmt das Taxi. Die Geisel hätte nicht sterben sollen. Nee. Die ist schlimm, schaut. Ja, wurde auf Auto geschossen. Und einer hat voll ins Auto mit reingebracht. Kleine Verwarnung aussprechen. Das würde ich sowieso tun. Mache ich bei Ersttätern im Regelfall immer. Natürlich. Natürlich, ja. Also, wie gesagt, wir lassen es wegen der Geschwindigkeitsübertretung jetzt bei einer mündlichen Verwarnung, sollten wir sie nochmal deswegen anhalten müssen, ist der Führerschein weg. Alles trotzdem klar. Würde ich sie ganz gern durchsuchen. Sie kommen mir nämlich gerade sehr, sehr dubios rüber. Nordpunkt, Jack? Ja, Treffpunkt. Ich kenne sie ja, aber sie tragen Beanie, Gesichtsmaske, Kapuzenpulli. 09 im Short? Alles ist komplett schwarz. 09 hört. Wo sind sie? Aktuell in einer Verkehrskontrolle, wir haben aktuell noch schon einen dabei. Wenden Sie sich an die Leitstelle kommen. Sie wissen, soweit schon eigentlich alles geklärt, bräuchte nur noch das Grün von Ihnen, aber wenn Sie sagen, Sie sind voll, dann melde ich mich nochmal bei der Leitstelle. Ja, Jack, haben wir schon einen dabei. Dankeschön. Eine 30. Alles gut. So. Wie gesagt, das nächste Mal wird der Führerschein wahrscheinlich weg sein, ja?
Also wollen Sie mich jetzt nicht mehr kontrollieren? Ja, das nein, hat sich erledigt, aber... Okay, gut. Ja. Also, ich möchte nicht nochmal sowas machen sehen. Diese Führerschein weg, ja? Schönen Tag Ihnen noch und gute Weiterfahrt. Gute Fahrt. Wiedersehen. Kann man sagen? Wow. Würde man sagen, wir gucken uns den Mustang an, der steht nämlich da und beobachtet uns. Ist der da hingefahren? Weil ich hab da nichts hingefahren. Rechts, ich hab ja, ich sehe ihn. Und der guckt einfach die ganze Zeit uns in der Richtung. Gut doch, die Herrschaften! Na, wunderschön. Guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Kann ich mal fragen, was sie da draußen machen, in der Dunkelheit? Kleines Brainstorming. Was? Ein Brainstorming, kennen Sie das? Ein Brainstorming. Ja, das kenne ich. Gedanken sammeln, was der heutige Abend uns bringen könnte. So, aber ich hoffe mal keine negativen Gedanken oder keine illegalen Gedanken. Das probieren wir gerade noch zu eruieren. Im Moment sind wir uns relativ unschlüssig. Was? Aber illegale Sachen. Das habe ich aber nicht gehört jetzt. Richtig, das haben Sie nicht gehört. Steigen Sie mal aus. Grund, warum Sie uns gerade beobachtet haben? Um ehrlich zu sein, standen wir vor Ihnen schon hier. Um ehrlich zu sein, ja, steigen Sie einmal aus, der Fahrer, bitte. Ich gesehen habe, dass hier ein Auto steht, habe ich mal kurz hingeguckt mit dem Ferngasse. Da habe ich gesehen, Sie gucken mir fast direkt in die Augen. Das ist ja auch mal ganz spannend, ne, wenn man da so eine Polizeikontrolle sieht. Na, aber führe schon einen Ausweis, bitte. Sie steigen mal da hinten wieder ein. Ja, natürlich. Hier haben Sie meinen Ausweis. Der Führerschein ist, lassen Sie mich gucken. No check. Check. Ist hier. Ja gut, das passt soweit. Ja, von wegen. Ja. Gut, auf der Liste stehen Sie jetzt auch nicht, wie ich sehen kann. Gut. Wie gesagt, der sah sehr komisch aus. Ich hoffe, Sie haben nichts Böses vor. Ansonsten, ansonsten ganz übel enden, ne? Ja, das ist richtig. Ich sag's Ihnen nur. Gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, machen Sie es gut und machen Sie, Sie ja weiter Brainstorming. Schönen Abend. Viel Spaß noch. Dankeschön. Viel Spaß beim Eruieren. Dankeschön, ciao. Ja, kann man machen, ne? Ja. Ach gut, warum nicht, ne? Aufpassen! Jetzt. Was haben die gesagt? Aufpassen! Vor allem Short haben wir aktuell Einheiten in Georgetown. Positiv, ich bin immer Kuh, komm. Ja, wir verfolgen gerade aktuell einen orangenen Bentley. Fährt frech vorbei, beleidigt. Ah, ist jetzt quasi angehalten. Okay, steh. Ah, haben gestoppt. Okay, alles klar. So, was aufpassen! Sie steigen aus! Ich kann doch so nicht aussteigen! Ich kann doch springen, rauskrabbeln, mir egal. Sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los? Stellen Sie mal genau, stellen Sie mal den Motor aus. Sie hocken da wahrscheinlich bequem drin. Das können Sie jetzt auch die nächsten 5 Minuten so bleiben. Aber wie komme ich denn hier raus? Versuchen Sie mal oben die Tür aufzutreten und dann versuchen Sie da irgendwie rauszukrabbeln. Sie haben es so hingekracht, also müssen Sie es auch wieder schaffen raus. Kollegen Georgetown, die eine Orange das Fahrzeug verfolgen. Wo findet ihr euch? Die kriegt mal hin, oder? Ah, Fahrzeug ist gestoppt. Einmal zurücktreten. Ja. So, Stadt, braucht ihr noch Unterstützung? Komm. Geht doch. Ja, warte. So. Komm, ich komm hinterher. Nein. Bitte bleiben Sie alle sitzen. Jetzt steigen alle hier aus. Gut, ich vertraue Ihnen mal, dass Sie jetzt sich irgendwie auf irgendwelche Gedanken kommen. Ja, aber Sie das Fahrzeug haben. Hashimoto, ich grüße Sie. Bleiben Sie mal stehen, der Herr da hinten. Kommen Sie auch mal her. Ja, kommen Sie einfach mal hier vor, bitte. Die 06 los. Wenn ich Ihnen irgendwas sage, dass Sie das machen sollen, dann machen Sie das auch. Wir können Sie gleich verbinden, dann helfen wir Ihnen auf, aber ne, machen Sie das, was man Ihnen sagt. Sehr schön, Dankeschön. Kommen Sie mit, davor. Dann verbinde ich Sie jetzt. Ja, ich bin verbunden. Ah, okay, dann war es ja doch nicht so hart. Gut, die Herrschaften. Jedenfalls sagt mir jetzt, wo ich Ihre Aufmerksamkeit habe. Was halten Sie davon,
dass sie hier irgendwie beleidigen und was weiß ich. Wir? Es wurde irgendwie beleidigt, Kollege, oder? Komm. Ja, check. Kollege, Hashi? 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 Ja, tot. Ja, gut. Auf jeden Fall, sie sind halt vorbeigefahren, haben da noch irgendeinen Spruch hinterher gesagt und sind an der linken Spur vorbeigedüst. Viel Spaß euch noch, Kollegen, und bis morgen. Warte. Und dann fahren sie, ja, dann fahren sie wie eine gesenkte Wildsau, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das ist aber keine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Ich habe das so mitbekommen, dass sie anscheinend irgendwie eine Beleidigung gesagt haben oder ich habe da irgendwas ins falsche Ohr bekommen, was weiß ich. Ja, das stimmt. Wenn ich wieder zu hören. Ja. Habe ich also ich habe also von uns hat keiner was beleidigt. Irgendwas wurde beleidigt, ja. Ich war ein bisschen zu schnell und hab Zahn an uns vorbeigefahren. Ja. Als anderes. Ich dann die Takedowns abgespielt habe, sind sie immer noch weitergefahren. Als ich die Anhaltesignale zweimal abgespielt habe, sind sie auch weitergefahren. Ja, aber bis ich ernsthaft, dass ich bei der Fahrweise nach hinten gucke, ob das mir gilt. Wenn sie es hören. Ist es Ihnen, glaube ich, bewusst, dass Sie nachgucken müssen, wie das Polizeiauto nachfährt? Ja. Und vor allem nicht auf der linken Seite. Da haben wir aber geklärt, soweit, dass man ne, nicht so fahren sollte wie eine gesenkte Wildsau. Ja, ich würde es einfach mal so sagen: Sie machen einmal die Hände über den Kopf, dann tasten Sie kurz ab. Dann wird es noch ein kleines Ticket geben. Nee, alle drei. Alle drei Herrschaften. Aber den GSH dabei. Ins Auto würde ich auch gerne mal schauen dann. Dann machen wir das Ganze so. So. Kofferraumklappe klemmt. Die klemmt? Ja. Gut, einen Bolzenschneider haben wir leider nicht. Wobei, haben wir auch im Akku. Haben wir eigentlich auch im Akku. Fahrzeug ist, wie es foliert wurde, Nee, lassen Sie ruhig die Hände oben. Bis wir sie abgetastet haben. Ich dachte, das haben sie schon. Ja, wenn sie Muskeln, ne, wenn sie irgendwie Spannung oder sowas bekommen, sagen sie rechtzeitig Bescheid. Dann würde ich kurz die Rosenbeine abtasten. Da was versteckt haben. Und dann. Oh, perfekt. Ja, sie haben nichts dabei. Nee, warum auch? Also sie haben auch nichts dabei. Gut, also war nichts Illegales dabei. Ja, wer weiß, es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Mein Herr, darf ich Ihnen kurz was geben? Bitte. Das zählt jetzt nicht als Bestechung, das ist einfach nur, weil ich Ihnen das geben will. Was wollen Sie denn geben? Ja? Ja? Und? Jetzt sag mal. Ein Käsekuchen. Ach, geil, oder? Geil. Ich weiß, was ich nachher zum Kaffee noch esse. So. Das Fahrzeug hinter mir, das ist ja der neue Döner-Express, deswegen bin ich da mal ein bisschen rumgefahren. Können Sie sich oder bitte einmal... Ich hab doch gedacht, das ist Ihr Dienstfahrzeug, ne? Kann das sein? Ja. Das ist mir schon öfters mal aufgefallen jetzt. Nein, mach das mal lieber nicht. Oh, bitte kurz. Nee, öfters kann ich sein. Also das Fahrzeug in der Optik gibt's erst seit eben. Gut, das Ganze wird sich auf ein kleines Ticket belaufen. Führerschein werden wir jetzt nicht mal entziehen, ne? Und Ticket $2,500. Haben Sie Kuli dabei? $2,500. Wie habe ich noch jetzt letztens gekriegt? Wie sind denn auf 2500? Glauben Sie mir, ich will Ihnen auch nicht unbedingt ein Ticket ausstellen, ne? Aber wie Sie gefahren sind, ist nun mal ne, ein bisschen grenzwertig, sag ich mal. Sie haben mich abgelenkt mit Ihrem Tü. Ja, ist okay. Ihnen sollte nichts ablenken, ne, sag ich mal. Ob es eine Katze ist, ob es ein Vogel ist, ob es irgendwas ist, nichts soll die sie beim Autoverkehr ablenken. Katze und Vogel macht er, da wird schon teilweise nur so kurzes und dann kann ich weiter. So, Kollege, so, also haben Sie Kuli dabei? Ja, hab ich dabei. Gut, dann ich einmal Kollegen, links unten mal schreiben. Hab ich jetzt letztens so ein Missverständnis. Schade. So, gut, daher haben Sie noch einen Durchschlag. Danke für den Käsekuchen auf jeden Fall noch, ne? Und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Weiterfahrt. Nächstes Mal nicht wie eine gesenkte Wildsau fahren. Schönen Tag. Mit dem Wagen? Erst würde ich mir das. Würde ich mal abschleppen lassen. Nein. Doch, das würde ich mal abschleppen lassen. Ich glaube, das schaffen wir schon. Hier gibt's nichts zu sehen, Sie können weiterfahren. Ja, nee. Das muss abgeschleppt werden. Das muss abgeschleppt werden. Seien Sie vorsichtig. Toll, jetzt ist ja der Fahrerrückspiegel ist schon hin. Ja, ich sag ja auch. Ne? Kann nicht beim Verkehr zugelassen werden. Ich war halt ein bisschen zu schnell. Aber nur ein bisschen. Das heißt, ich würde mal sagen, dass Ihr Auto demnächst in der Werkstatt landen wird. Haben Sie gesehen, was hinten drauf steht? Das ist, dann passiert hier gar nichts mehr, wenn der Wagen weg ist. Ja, es ist klar, aber da müssen Sie aufpassen.
Ich meine, sie, wenn sie so schnell fahren, dann schaden sie ja auch ihr Unternehmen, muss man ehrlich sagen, ne? Ach, warum? Ja. Da kann man sagen, der Fahrer war im Stress. Jetzt ist ihr Auto weg, da können sie keinen Lieferservice mehr anbieten. Ah, ich habe einen zweiten. Ach so, ja gut. Das ist unglaublich, ne? Was denn? Ja, klar, da kann ich schon nichts für. Der Geschenk des Hauses, weil nimm einen, krieg zwei. Ach, welcher Kollege war denn hier so nett? Guten Tag. Ja. Ich hab überlegt, ob ich den. Ach, danke schön, dass wir abgesperrt haben. Na klar. Ich den neuen mal was, Sie sind der Herr? Mein Name ist Takatuka. Takatuka. Okay. Freut mich, ich bin von der Federal Police. Ich bin Kader. Hallo. Und Sie sind neu hier, oder was? Ja. Wie finden Sie es aktuell? Ja. Ja. Gut. Silber 18. Gut, wie gesagt, danke, dass Sie abgesperrt haben. Ne? Ist ja nichts anderes zu tun. Ja, das stimmt. Er hört sich ein bisschen an wie so eine 12-Jährige. Also, ist nicht böse gemeint. Oh. Beleidigung. Hallo. Wieso das denn? Hallo. 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 Also, kenne ich Sie? Nein. Okay. So. Vielen Dank für die schicken Absperrung. Bitte, ich muss für Ihre Sicherheit sorgen, Sir. Ja. Blink ein bisschen. Blink, 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 blink. Also ist es kaputt? Blink, ja. Das blinkt. Die Herrschaften, haben Sie jemanden im Hinterärmel, der das Auto irgendwie umdrehen kann? Ich bin sofort bei. Eine Sekunde. Also hier umschubsen kann und dann reparieren kann. Der Seitenspiegel ist komplett ab, den müssen Sie erstmal neu montieren. Ne? Vielen Dank, dass Sie mich hier darauf hinweisen, dass mein Auto kaputt ist. Gehen Sie mal alle zurück, bitte. Ich versuche. Nee, wenn Sie jemand haben, Wagenheber und so weiter, ne? Ich versuch das. Und Seitenspiegel haben sie auch noch. Wenn ich jetzt mit einem, das kriege ich hin. Das kriegen sie hin, dann schauen wir mal. Ich kann ja den zweiten nehmen als Ersatzteillager. Ich überlege gerade, ob wenn ich mit einem Gabelstapler, mit der Gabel einfach mal kurz so hier so piep, piep, piep. Ich weiß nicht, ob das. Das verursacht nur noch mehr Kratzer, ich sag's Ihnen. Oder warten Sie mal, einfach so mit Schmackes. Das tut mir das Auto leid. Ja, Mann, nicht flirten. Kurze Frage, das schaffst du ja immer. Na, der kippt. Warte. Wir kriegen sie hin. Helfen Sie mir mal. Gehen Sie mal ans andere Ende. Weiter. So, okay. 3, 2, 1. Ah, haben sie doch hingekriegt. Guck mal, ich hab einen Mottenfänger gebaut. Ja. Dankeschön. Ja. Wir fahren einfach durch, ne? Kannst du eigentlich irgendwas? Jetzt aber. Das ist jetzt bestimmt. Geh beiseite. Was ist das denn?